Busse sind laut Statistik eine der sichersten Verkehrsmittel. Und trotzdem werden die Sicherheitssysteme der Busse immer weiterentwickelt. Bei MAN und Neoplan hat Sicherheit oberste Priorität. Ja, auch für unsere Busfahrer. Ich möchte heute mal das EBA, unseren Notbremsassistenten, zeigen. Steig ein. Ja, das mache ich. Wir sind nämlich heute auf einem Flugplatz, um niemanden im öffentlichen Verkehr zu gefährden. Es hat ja nicht jeder so einen Bremsassistenten. Servus, Thorsten. Hey, du. Jetzt geht's wieder los. Der Notbremsassistent ist sicherlich einer der wichtigsten Sicherheitssysteme, oder? Ja, keine Frage, Philipp. Stell dir einfach mal vor, das typische Stauende auf der Autobahn. Ja, was macht denn der Notbremsassistent? Der Notbremsassistent warnt den Fahrer vor einer drohenden Kollision, leitet im Notfall auch selbstständig die Bremsung ein. Ich zeig dir das Ganze jetzt mal live. Okay. Ich beschleunige jetzt mal auf 80 km/h und dann lassen wir das System einfach mal alleine arbeiten. Okay, du machst gar nichts dann? Ich mach gar nichts gleich. Okay, muss ich mich festhalten? Oh ja. Okay, jetzt kommt aber der PKW doch ziemlich nah. Ja, kommt immer näher. Eieieiei. Ich hoffe, du bist angeschnallt. Ich halte mich mal besser fest jetzt. Eieiei. Das ist ganz schön heftig. Das war unser Notbremssystem. Aber überhaupt kein Problem, gell? Und wir haben noch gute 4 Meter Platz. Also ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir voll zum Stehen kommen. Und das Ganze bis auf 0 km/h. Das schreibt der Gesetzgeber noch gar nicht vor. Ja, und was ist jetzt mit dem Hintermann, wenn wir so hart bremsen? In dem Moment, wo wir über 50 km/h fahren, steuert automatisch das EBA-System unser Notbremsblinken und der Hintermann wird optimal gewarnt. Und wie funktioniert der Notbremsassistent jetzt technisch? Technisch funktioniert so, Kamera und Radar überwachen vor dem Bus im Verkehrsraum. Sprich, Geschwindigkeit, Abstand der Objekte, die vor uns fahren, werden wahrgenommen und gegebenenfalls leitet das EBA dann eine Notbremsung ein, wie du gerade gesehen hast. Du hast vielleicht schon mitbekommen, ich bin jetzt nicht der Schnellste. Vielleicht kannst du mir einfach das alles nochmal Schritt für Schritt erklären. Ja, mache ich sehr gern, Philipp. Wie unser EBA-System eingegriffen hat, reden wir von einer sogenannten Warnkaskade. Die findet immer im Vorfeld statt. Wir reden von 2 Stufen. Die 1. Stufe ist, ich bekomme eine Warnung akustisch und visuell. Der Bus bremst schon ganz leicht und die Bremslichter gehen an. Die Stufe 2, die greift erst dann ein, wenn ich immer noch nicht reagiere. Diese Bremsung, die wir vorhin leicht eingeleitet haben, wird von dem EBA-System verstärkt bis letztendlich zum Stillstand. Also Thorsten, das System hat ja jetzt eigentlich komplett alleine alles gemacht. Der Fahrer ist komplett außen vor, oder? Also komplett alleine gemacht, hundertprozentig richtig, aber der Fahrer kann jederzeit das Ganze abbrechen. Entweder durchs Gaspedal, durch die Bremse oder durch eine Lenkung. Okay, also zusammengefasst könnte man sagen, es ist wirklich ein intelligentes, effektives System. Die Fahrt wird überwacht, der Fahrer wird gewarnt und das System greift sogar in Notsituationen aktiv ein. Ja, Menschenleben rettet und. Das ist nur eins von vielen Assistenzsystemen, die wir hier anbieten. Ja, und es rettet nicht nur euer Leben und das der Passagiere, sondern auch meins, wenn ich davor oder dahinter im Auto unterwegs bin. Vielen, vielen Dank. Thorsten Helbig war das.